Hallo und herzlich willkommen zum 10. Teil des Knight Rider Tutorials. Heute geht es um die Kleinigkeiten, die noch zu modellieren sind und im nächsten Teil dann um die Feinheiten. Damit meine ich Loop Cuts und einige kleine Verbesserungen. Gut, starten wir gleich mit dem Tankdeckel. Dafür bleiben wir in diesem Objekt hier, was jetzt schon bei mir markiert ist. Und gehen da mit Tab in den Edit Mode. Fügen dann ein neues Objekt hinzu, und zwar ein Circle mit 12 Vertices. Das können wir hier unten links in der Ecke einstellen. Den dann auf Y um 90 Grad drehen und dann an die passende Stelle schieben. Mit Z können wir sehen, wo der Tankdeckel liegt. Hier an dieser Stelle auf die richtige Größe skalieren. Ziemlich genau so, dann ein bisschen rotieren, sodass diese beiden Punkte, ja, dieses kleine Teilchen hier begrenzen. Da machen wir dann die Öffnung, damit man dann mit dem Finger dann den Tankdeckel aufmachen kann. Die Scharniere und alles andere, was man zwar braucht, um den Deckel zu öffnen, aber nicht sieht, das lassen wir einfach weg. Okay, dann drücken wir E, skalieren das Ganze so. Dann nochmal E und W, Merge at Center. Dann, ja, vielleicht jetzt einfach mal den ganzen Tankdeckel in der Top-Ansicht auf die richtige Stelle verschieben. So. Dann hier einen Loop-Cut einfügen, diesen Punkt nehmen. Und ja, einfach auf Verdacht auf X ein Stückchen raus bewegen. Dann den ganzen Kreis markieren, extrudieren auf X. Etwa so. Gut. Und dann vielleicht den Punkt auf Y und noch ein Stückchen rein, damit er richtig dann da verschwindet. Dann smooth und tja, soweit ist der Tankdeckel fertig. Vielleicht hier noch ein Loop Cut, damit das ein bisschen geschärfter aussieht. So etwa. Gut, das Ganze jetzt noch an die Seitenfläche hier anpassen. Mit L Tankdeckel markieren, auf X ein Stückchen reinbewegen, dann auf Y ein bisschen rotieren, auf Z auch. Und dann auf X wieder ein bisschen reinbewegen. Das passt immer noch nicht ganz. RY. So. Stückchen raus. RZ. So. Das findet ihr vermutlich sehr schnell raus, wie ihr drehen müsst. Das ist nicht allzu schwierig. RZ noch ein bisschen. Oben und unten. Y vielleicht noch ein bisschen. Ist jetzt natürlich nicht an allen Kanten gleich, aber so haarscharf muss das ja auch nicht sein. Vielleicht noch ein kleines bisschen wieder rein, damit er nicht ganz so weit rausguckt. So. Gut. Da haben wir jetzt einen prima Tankdeckel. Dass der jetzt dunkler ist, das liegt daran, dass dieses und dieses Objekt Mesh jetzt noch nicht die Farbe haben wie das Auto, aber da wir das sowieso am Ende noch völlig verändern. Soll ja nicht so grau bleiben, ist das jetzt erstmal egal. So sieht man, welche Meshes getrennt sind voneinander. So, dann fehlen noch Blinker und ja, hinterer Außenleuchtfleck, wie auch immer man das bezeichnen mag. Damit meine ich einmal diesen hier und den hier vorne. Dafür markieren wir das Auto-Mesh, dann dort in den Edit-Mode hier einen naheliegenden Punkt markieren mit Shift-S, Cursor Selected, dann ein neues Objekt, diesmal ein Cube, hier das Clipping ausstellen, damit wir den über die Achse hinaus skalieren können, damit er da nicht hängen bleibt. Die kann dann
erstmal wieder an. Im Face Select Mode, die wird man hier unten in der Leiste aus, diese Fläche löschen. Die brauchen wir nicht, die ist eh in, wieder mit L alles markieren. In der Seitenansicht das Ganze anpassen. So, ticken noch. Auf SZ ein bisschen kleiner skalieren. So. Gut, dann wieder im Vertices Select Mode vielleicht hier noch ein Loopcut einfügen, so. Das Ganze ist natürlich jetzt auch noch viel zu weit draußen. Einfach auf X hier reinschieben. Dann hier vielleicht einmal ein Loopcut in die Mitte und dann noch zwei zum Schärfen nach außen. Punkt 9. Punkt 9. Minus dann in dem Fall. So. Und dann noch einmal hier. Punkt 9. Das Ganze smoothen. So, jetzt haben wir hier einen schönen Außenblinker. Natürlich nicht so weit draußen lassen. Einfach mit L nochmal markieren. Was habe ich gemacht? Oh, ich habe aus Versehen alle Objekte hier markiert, das wollte ich nicht. So, alle Layer meine ich. Okay. GX. Und jetzt der Grund, wofür ich hier in der Mitte noch einen Loopcut hineingesetzt habe, dass das Ganze hier natürlich rund ist, der Kotflügel, und deshalb muss das angepasst werden. Also einmal hier die beiden Seiten markieren, GX. Jetzt die deselektieren und dann nur die. Gut, jetzt haben wir hier wunderschön den Blinker. Unten ist es auch noch ein bisschen weiter draußen als oben, also nochmal unten alles markieren. Überflüssig deselektieren und dann GX Stückchen rein einfach. Okay. Ein bisschen kann das hier noch rein. Unten vielleicht nicht. So. Okay. Wunderbar. Das Ganze kopieren in der oberen Ansicht. Zum meisten Sinn. Und auf Y nach hinten verschieben. Für das andere Teil. Z. An die richtige Stelle. Ein bisschen größer. GZ. So. Und der gleiche Vorgang nochmal. GX. Vielleicht drehen wir das einfach auf der X einmal um 180 Grad um. Dann passt es schon fast. Passen wir es hier an der Seite schon mal an. GX. Einfach bis zu dem Loopcut reinziehen. Ist am einfachsten. GX so, die deselektieren, GX, zack, das Ganze in der Mitte überprüfen, GX, unten gucken, unten wieder fast einen Ticken raus, ja, das ist, ja auch Geschmackssache, wie ihr das wollt. Den hier und vor allem den oberen. Gut. Soweit die Teile. Und jetzt noch einmal einen Griff für die Tür. Hier neben kommt dann noch ein Schlüsselloch. Da überlege ich mir noch, ob wir das tatsächlich modellieren, aber vermutlich eher dann als Textur draufsetzen. Aber den Griff machen wir, modellieren wir, machen wir sozusagen echt. Einmal hier die Punkte, Shift S, Cursor to Selected und innerhalb des Meshes nochmal einen Cube, da
schon wieder das Clipping weg. Kleiner Eskalieren. Clipping kann wieder an. Einmal ganz raus. Face Select. Wieder dieses Face löschen. Dann wieder gucken, wie groß muss das zu brauchen. Einiges kleiner definitiv. SZ. So etwa. Das so machen wir nochmal so und dann wieder eine in die Mitte. Okay. Und dann wieder Punkt 9. Punkt 9 minus. Okay. Das ganze Gerät wieder hineinschieben. Dann noch ein Loop-Cut an dieser Stelle. Den vielleicht ein bisschen weniger. Punkt 7,5. Da muss nicht so scharf sein. Dann einmal wieder im Face Select Mode. Das ist jetzt sehr unübersichtlich. Um das zu umgehen, können wir mit L das Objekt wählen und dann auf dem Numblock, wenn ihr den habt, was ich hoffe, ansonsten einfach die Geteilt-Taste suchen. Das müsste dann mit Shift 7 auch gehen, wenn ihr Emulate Numpad aktiviert habt in den User Preferences. Okay, also das Geteilt auf dem Numblock. Sollte eigentlich funktionieren. Funktioniert jetzt bei mir auch nicht. Ansonsten Steuerung I und alles andere verstecken mit H. Ist jetzt nur noch das da. Und dann sieht man hier unten das große Face. Das möchte ich gerne mit E nach oben extrudieren. Ein Stück, damit man da drunter sozusagen greifen kann. Und dann hier schärfen. Und das Ganze mal angucken, wie es aussieht. Mit Smooth markieren und dann Smooth. Will nicht. Jetzt. Gut. Jetzt können wir mit Alt H die übrigen Sachen wieder aufrufen. Hier die oberen Punkte vielleicht markieren und ein wenig nach innen ziehen, damit hier eine Rundung entsteht. Die oberen noch weiter nach hinten. Gut. Der Griff schaut mir jetzt allerdings zu weit raus. Also mit L nochmal markieren. X ein Stückchen reinschieben. So. Jetzt kann man da entspannt drunter greifen. Das Ganze hier. Diese Linie. Aber jetzt die oberen nicht. Würde ich gerne noch ein Stückchen auf X außen ziehen und doch noch einmal schärfen die Kante. Und zwar so. Gut, dann kann man da jetzt perfekt drunter greifen, als wäre es ein Griff. Können wir vielleicht diese Einbuchtung auch ein wenig minimieren. Alle Punkte, die dazugehören, markieren. Und dann auf X ein Stückchen wieder verkürzen. Soweit die Sachen, die noch hinzugefügt werden müssen. Jetzt die Geteilt-Taste oben wieder drücken. Die Geteilt-Taste drücken. Das wollte ich sagen. Jetzt sind wir wieder im normalen Ebenstand hier, local. Gut, alle Teile, die noch hinzugefügt werden mussten, sind jetzt da. Die Veränderungen, die noch am Automesh vorgenommen werden müssen, die erläutere ich dann im nächsten Teil. Und im übernächsten Teil geht es dann um die Reifen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.